Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute zeige ich dir meine neuen Hühner. Und zwar sind die aus Kunstleder gefertigt, plus die Einzelteile aus Filz, Schnabel, Wangenbäckchen, Kamm und Flügel und Schwänzchen. Der Vorteil bei diesen Hühnern ist, dass sie total wetterbeständig sind. Ausgefüllt sind sie wegen der Schwere, damit sie nicht wegfliegen, wenn du sie draußen auf der Terrasse zur Deko nimmst, auf dem Balkon oder sogar irgendwie so eine kleine Deko-Ecke bei der Haustür hast mit Sand. Du kannst sie prima als Türstopper benutzen. Die sind abwaschbar, sie sind regenfest. Der Filz, dem macht das gar nichts und das Kunstleder ist ganz toll zum Verarbeiten. Wie einfach das geht, möchte ich dir dann zeigen. In dem Video, was schon im Kanal ist, da habe ich es aus Stoff genäht, das ist genau das gleiche, nur hier halt in Kunstleder. Das ist eine ganz tolle Deko, wie gesagt, absolut wetterfest, standfest, es fliegt auch nicht weg, macht viel Spaß, die Hühner sind einfach zum Nähen, mit Tipps und Tricks und gerade mit so einem lustigen Schwanz. Das Kunstleder kaufe ich in Meterware, das bestelle ich mir im Internet und da kostet 1 Meter, 1,40 breit, wirklich eine gute Qualität, gerade mal 5 Euro. Und du brauchst dann nur ungefähr eigentlich 15 cm, aber das bekommt man ja nicht schlecht, aber vielleicht magst du auch gleich ein paar Hühner machen. Einfach geht das, das Schnittmuster erarbeiten wir zusammen, ich zeige dir, wie es nähen geht. Nur hierbei ist es so, ich habe ja gezeigt, man sollte dann bei Stoff mit dem Zickzackschnitt nochmal Stich nochmal rundherum gehen. Das kannst du hier weglassen. Ich würde nur zur Sicherheit sogar zweimal mit dem Geradstich rundherum nähen. Mit Flügelchen. Dazu gibt es dann noch das Foto fürs Muster. Alles andere findest du im Video, was ich genau jetzt hinten dran hänge. Das brauchst du nur anklicken. Und dann geht es auch schon los mit dieser tollen Deko. Als Geschenkidee für deinen Hof, Garten, Balkon oder auch für die Wohnung. Und dann hoffe ich sehr, meine Hühner gefallen dir. Du kannst es gut nacharbeiten. Ich freue mich, wenn du wieder mal reinschaust. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Und so habe ich jetzt mein Huhn dekoriert draußen. Und das andere sitzt da.